Ja, oh, willkommen! Hey! Willkommen zu Let's Play Sonic Adventure DX Adventure. Scheiße, ich hab dir die Begrüßung geklaut und dann verkacke ich die. Ja, klar! Scheiße, das auf, ist wir spielen die Super Sonic Story. Die er nie spielen wird, weil er einfach so ein Lappen ist und die anderen Storys gespielt hat. Ja, stimmt, das habe ich. Was erzähl ich euch da? Das wissen wir schon seit mehreren Parts, dass das so ist. Also von daher, warum erzähl ich das überhaupt? Ich hab extra gesagt, ich weigere mich, die anderen Storys zu spielen. Ganz einfach nur, weil ich finde, dass die Story von dem Spiel ein ziemlicher Hinriss ist. Und da ist der Chaos Emerald. Oh, und by the way, eigentlich müsste noch Jump Gamer dabei sein, weil da gab's ein paar Komplikationen. Ich bin tatsächlich zu spät gekommen, weil ich noch im Internet mir ein paar Sachen angeguckt habe, wo ich nicht genau beschreiben will, was ich geguckt habe. Und deswegen hat Kersemmel halt den Jump Gamer da kontaktiert, aber Jump Gamer hatte das Problem mit Windows und seinem Mikrofon. Und deswegen ist er jetzt nicht da, er schaut irgendwann nach. Ja. Er hat leider eine Soundkarte, die ist genauso alt ist wie meine. Meine funktioniert zwar glücklicherweise noch mit Windows 10, aber ich brauche mal eine neue. Okay. Hauptsache, wie Eggman einfach da steht, so Chaos? Ja. Der Pingisman. The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Na, es hat recht, das ergibt echt keinen Sinn. Wir haben gesehen, wie Angel Island hochgegangen ist, als der... Wo liege ich hier? Ich lieg gar nicht da rum? Das kann nicht sein, wieso liege ich da nicht rum? Ganz einfach, weil du noch irgendwo im Dschungel rumhockst, weil Big den Tornado gecrashed hat. Und das ist einfach mal Pingisman, wie auch immer er hergekommen ist. Wahrscheinlich hast du einfach mal den, einfach mal sein Fahrzeug übernommen und hast ihn hierher geflogen. Ja, übrigens nochmal, sorry, der letzten Parts. Teilweise, dass er ein bisschen leiser war. LP-Fan hatte da sein beschissenes Tablet. Ja, mein Tablet-Mikro ist echt bescheuert. Vielleicht brauchst du mal ein paar Tipps diesbezüglich. Ich müsste mal jemanden geben, ich weiß nicht, ob der auch noch online ist auf Discord, aber der hat selber ein Smartphone, hat auch sehr viel damit gemacht. Auf YouTube. Der ist genauso müde wie ich. Von der harten Arbeitswoche. Wir haben was gemeinsam. Ich bin wirklich müde von der Woche, also das ist jetzt kein Scheiß. Und das ich war einfach mal von den 5 Schultagen. Tails leidet einfach mal. Tails, du bist ein Gott! Von den 5, ja, er war sowieso Gott, er konnte einfach fliegen, ohne seine Schwänze zu benutzen. Und er generell ist einfach geslidet, einmal. Ja. So, aber dann spielen wir. Ja. Wow. Spin the Wall! Wall! Wow, das ist ja der Sonic Generation Spin Dash. Mal gucken, wie weit ich fliegen kann. Wie weit kannst du in den Abgrund fliegen, Kappa? Das wäre eine interessante Frage. Mal gucken, ich so schaffe mit dem Jump. Das hätte mal tot sein können. Du müsstest jetzt eigentlich tot sein. Sonic, sorry. Knuckles and Eggman, what happened here? He stole my Chaos Emeralds. Knuckles, du bist schwach. LP-Fan, hast du die Emeralds geklaut? Nein, das warst du. Und Eggman geht jetzt einfach los, um seine Geheimwaffe zu holen, die aber rein gar nichts an der Story ändert oder an dem Plot oder an irgendwas. Einfach, Leute, Zuschauer, vergesst einfach Eggman, der hat hier nichts mehr zu verloren, der hat nichts mehr zu sagen. Der macht nichts mehr in der Story. Okay. Wo kommt diese Kugel her? Hier kommt die Drogenkugel. Eigentlich hätte Sonic jetzt losgehen müssen, um Chaos zu stoppen, aber nope, da kommt natürlich die Drogenkugel und tut ihn erstmal high machen. Ja, los geht's. Jetzt erfahren wir die Wahrheit.
Hauptsache, es ist einfach mal die gleiche Vision, wie er davor hatte, nur irgendwie ist, eine halbe Stunde in der Vergangenheit oder so. Hätte sie ja gleich zeigen können, als er in Lost World war. Nur vor allem, Pastor Kamak will die Emeralds, um die stark zu machen, damit diese lebenden Wesen gegen eine Armee von Kizuhi eine Chance haben. Gegen eine Roboterarmee von wie viele sind das? Vielleicht Tausende? Zehntausend? Ne. Jeder, wenn der irgendwo sitzt, teilt mich die X und lacht sich gerade so richtig zu Tode. Weil. Übrigens, das hier ist auch richtig geil. Die laufen einfach an die Karl und an den Schau vorbei, aber trotzdem sieht es aus, als würden die alle sterben. Und aus irgendwelchen Grund bist du dann pisst. Übrigens, ja, das ist die Story. Meine Leute haben Scheiße gebaut, deswegen ist Chaos pisst. Da laufen sie. Vor allem, da siegen einfach mal Schau rum an Orten, wo sie noch gar nicht hingelaufen sind. Sega remaked es. Wir haben schon remaked auf Steam. Das ist kein Remake. Denke ich schon. Na, Remaster Match. Jedenfalls, Das Schwierige ist auch beim Remake, das sag ich mal so, ist, stell dir mal vor, die würden jetzt mal Sonic genauso grafisch machen wie im Forces. Einfach mal so, als Vergleich. Denkst du, das Ding hat noch da dieses Retro-Feeling oder eher nicht? Um die Grafik geht's mir technisch gesehen gar nicht. Es geht mir eigentlich darum, um da Probleme zu fixen. Wie zum Beispiel einfach mal die Bugs, die in DX dazu kamen, die im Original nicht da waren, lol. Die PC-Version ist eh die stabilste eigentlich. Die alte PC-Version, nicht die neue. Ja. Ja, kein Wunder. Die alte PC-Version hat ja aus reiner Logik eine höhere Chance, stabiler zu sein, weil es einfach nur ein Port von einem Port ist. Anstatt von der Steam-Version, die ein Port von einem 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 Port mit Grafikeinstellungen ist, soll. Übrigens, hey, ist einfach mal so, es geht ihm gut. Ja, und ihr habt gar nicht daran gedacht, einfach mal den Tornado zu suchen. Tja, die Frage ist nur, jetzt weißt du, wollen jetzt wissen, wo der Tornado ist? Die haben die lange nicht gesehen, den haben die einfach abgestellt. Baba, hey, what? Hey, Moment, das Argument gilt nicht, weil in Sonic Adventure 2 hat Tails bewiesen, dass er in der Lage ist, Chaos Emeralds anzupeilen. Was übrigens eigentlich auch ein Plothole ist, weil laut Sonic 06 gibt es im Moment 8 Chaos Emeralds auf der Welt. Warum? Die 7 normalen und dann noch der eine, der durch Time Travel in die Vergangenheit gekommen ist. Also eigentlich hätte Tails seinen 8. peilen müssen auf der Welt. Ha, ich hab ein Plothole gefunden, Kappa. Ja. Ja, das war die beste Attacke des Spiels. Ja, Convenience Special Effects are Convenience. Vor allem hat sich Chaos einfach hingeportet bei Baum. We can't hold on, Willkommen zum ersten Part von Let's Play Sonic Adventure DX. Ja. Willkommen zum Anfang und zum Ende von Sonic Adventure DX. Das alles, was wir gesehen haben, war nur das Prequel davon, Kappa. Ja, das war das Prequel. Also jetzt fängt das Let's Play wirklich an und endet in ungefähr eine Minute. Also von daher, Leute, 10 von 10, geilstes Spiel ever. Ja. Bitte auf jeden Fall einen geilen Kommentar da lassen und sagen, yeah, sehr gehabt, das beste Spiel der Welt entwickelt, das nur eine Minute lang geht. Ja, ja. Übrigens, was hältst du eigentlich davon, dass Leute ein Sonic Adventure 3 haben wollen?
Wunschvorstellung, nenne ich es einfach mal. Ja, natürlich kommt es auch darauf an, was sich die Fans darunter vorstellen. Ja, das willst du Für lieber nicht wissen, wie so verschieden die sind. ja, für mich ist es einfach nur so ähnlich, wie man es hier gesehen hat, mit ein paar modernen Elementen und einfach ein bisschen polierter. Aber was sich manche Fans vorstellen, ist ein bisschen abstrus. Ja. Wobei natürlich Leute, man ich habe sagen muss, eine. eigentlich Warte mal kurz, alles hat AP-Fan. sich. AP-Fan, ich habe eine schlechte Neuigkeit gerade an die gesamte Community. Das Let's Play ist vorbei. Denn Oh, ein na, gewisses erklär. Monster wird jetzt das Spiel zerstören. In 3 Sekunden. 2, 1. Virus Spiel Attack. abgestürzt. Halt, warte, es lebt immer noch. Geil. Mein Boah, Spiel ist sieht härter hässlich als die Welt. aus. Wo ist denn das Adventure Leaks Modell? Ist es verloren gegangen in der Beta? Wow, und da ist einfach mal der Texturen-Carrier. Ist Ja. die Carrier 2? Ohne Hast. Scheiß. Diese Szene ist einfach nur for the lols. Die hat einfach nichts mit irgendwas zu tun. Ich meine, Sonic Adventure 2 wird sie referenziert. RIP. Und das hat eigentlich bewiesen, dass Eggman unendlich Geld hat, weil er hat einfach mal ein zweites Schiff Safety First gebaut und das ist einfach in seinen Arsch gegangen. Und da wurde er zu arg geschickt. Was glaubst du, wer du eigentlich bist? Ein unverwundbares Monster? Nein, ich bin dein Vater. Hm, vielleicht ist es ja Sonics Vater. Wir wissen nicht, wer er ist. Und sie kannte ja Oder damals vielleicht den ist es, realisierbar Baum. vielleicht ist dieses Monster vielleicht sogar auch der bekannteste Sonic Let's Player auf YouTube. Könnte auch sein. Was? Wer ist Als denn der Mann? wäre er nicht so powerful. Ich glaube, er ist einfach nur Guck powerful mal, jetzt wegen absorbiert er die Macht seiner Abonnenten. Ey, aber warum muss er eigentlich die Macht von den Chaos Emeralds absorbieren, wenn er die Chaos Emeralds sowieso in Schuss hat? Wahrscheinlich mag Der er kann die in einfach Tuss. nicht. Wo siehst du in Chaos aus? Sag mir, wo siehst du drin in Emerald? Die hat er gerade rausgespuckt. Klar Was? sind die nicht mehr in ihm. Außerdem, Sonic tut erstmal weiße Quotes raushauen. Das ist auch irgendwie so random. Sonic war einfach nur ein Igel, der. Oh, übrigens, hier sollte eigentlich ein Quote von Big sein, der ihm ein bisschen Character Development gibt, aber den hat man leider unused. Ach Wurde Gott. aber für ein Anime wiederverwertet, also why not? Oh, und Gamma. Hey guys, what's up? Wo siehst du ein Gamma? Der Vogel. Das ist ein Vogel, das ist doch kein Roboter. Aber das ist Gamma. Wenn du meinst, aber der vielleicht. Ja, der hat das Counter-Strike-Update, aber mehr auch nicht. Ja. Ja, nach dem Spiel tut er übrigens Leute rufen einfach mal Sonic zu. Ich Der weiß abonnierte das. AP-Fan! Hat jemand gerade geschrien aus der Masse? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gerufen hat. Fuck, Sega! Nee, der hat was gegen dich. Du hast das Spiel teilweise ein bisschen schlecht geredet und das war der Preis dafür. Also, ja, bezahl schon Ich mal hab dafür. das Spiel schlecht geredet, weil es einfach nicht mehr gut war, als Sonic Adventure 2 rauskam. Übrigens Super Sonic, keine Ahnung, warum man eigentlich sein Aussehen in den modernen Spielen, beziehungsweise modernen in Anführungszeichen Dreamcast-Spielen, mit einem Fragezeichen zensieren musste. Oh, übrigens Fun Fact. Oh ja, jetzt komm, fangen wir an. Zeig, was du kannst. Bestimmt bist du genauso schlecht wie dieser IP-Fan. Okay, ich beweise es dir.
Übrigens, jetzt spielt einfach mal Open Your Heart, obwohl in der zweiten Phase es nicht spielt und irgendwas anderes spielt, ist einfach schlechtes Musikpacing. Jedenfalls, Fun Fact, jeder Boss hat tatsächlich einen eigenen Quote, wenn man mit dem Charakter lang genug rumsteht. Außer Perfect Chaos, weil der Quote kann nur von dem normalen Sonic getriggert werden, nicht von Super Sonic. Also, unused, lol. Warum tut man eigentlich etwas machen, um es zu unusen? Vor allem, wenn es sogar so unnötig ist, dass es unused ist. Es gibt ja auch Sachen, die nicht unnötig sind, dass es unused ist, wie Super Sonic in den normalen Leveln. Das hat man einfach nicht eingebaut, da braucht man auch die Quotes nicht nutzen dafür. Aber das hätte man so einfach verhindern können, indem man es einfach für Super Sonic einprogrammiert, lol. Übrigens, da lachte ich die ganze Zeit aus, by the way. Chaos, hör auf zu lachen. Der hört nicht auf zu lachen, der hört erst auf, wenn du tot bist. Er wurde aber gerade gefistet. Oh, guck mal die Zeit an. Das war jetzt geil. Übrigens. Guck die Zeit an, das ist auch. Übrigens, das Interessanteste ist auch, die Häuser, die hier rumstehen, die sind tatsächlich zwar nicht sehr viele Häuser, aber sie sind einfach mal wirklich 3D. Da hat man sich schon ein bisschen Mühe gegeben für ein Final Battle, außer was das Musikpacing angeht. Darf ich was sagen? Du hast aber behauptet, ja, man hat ja nur die 5 Leben, wenn man die Story spielt. Guck dir mal die Lebenszahlen. Wann habe ich gesagt, man hat nur 5 Leben? Ich glaube, das hast du immer mal gesagt. Nein. War es außerhalb der Aufnahme? Ich muss nochmal gucken. I don't know. Ich weiß nur, dass ich gemeint habe. Nee, ich weiß gar nicht, was ich gemeint habe. Wahrscheinlich hat das einfach irgendwas damit zu tun, dass Perfect Chaos einfach mal mega cheesy ist. Weil im Endeffekt ist es halt eben echt so. Die Story beginnt und dann hat man gleich den Battle nach ein paar. Also, nein, ich hab gesagt, man hat effektiv unendlich Leben gegen den, weil man einfach immer Continue machen kann. Ja, aber übrigens, Alter, was war das gerade für ein Hit, ey? Das war ein Epic Hit. Den hätte jetzt gar nicht durchgehen dürfen. Ja. Jetzt heißt einfach nur durchfahren und leb wohl. Das war's. Ja, das war Perfect Chaos. It was too easy for me, aber ernsthaft 2 Hits, die man gar nicht hätte schaffen können, also. Ich bin ein Gott, ey. Wahrscheinlich bist du einfach so in den Winkel reingeflogen, dass der Schwung trotzdem noch gereicht hat, soll. Eigentlich hätte er... Das Wasser ist verschwunden. Super Map. Chaos, kannst du bitte die Stadt wieder einfluten? Bitte? Nö. Okay. Arsch. Leute, da habe ich jetzt ausbezeichnet. Dislike den. Was? Der hat einfach meine Stadt geflutet und tut's nicht mehr anfluten. Trotzdem, lass mich beleidigt. Ja, jetzt kriegst du eine Rache übrigens. Was? Tja. Oh nein, nein. Du tust doch jetzt nicht ernsthaft. Extra lange einfach nur Big Only Mission machen. Du Claw? Ich werde dich in den Session dabei haben. Du wirst richtig gemobbt. Du wirst ja, mir. Scheiße. Du wirst mir lange beim Fischen zuschauen. Das wird eine lange Nacht. Tja, hast du verdient. Hä? Ja, nee. Die Harmonie ist wiederhergestellt. Ja. Nicht wirklich, wenn man bedenkt, dass Sonic Adventure 2 passiert, lol. Oh, übrigens, da ist mir was eingefallen, was ziemlich viele als Kritikpunkt genommen haben. Warum tun eigentlich weder Tikal noch Chaos etwas dagegen, dass einfach mal zigtausend Chaos-Klone die Welt zerstören in Sonic Forces? Die können ja aus dem Master-Menü ausbrechen, wie soll das denn gehen? Das Endbild von dieser Story zeigt, dass sie außerhalb des Emeralds sind. Nee, außerdem könnte Sonic sie auch einfach herholen, wenn er sich einfach mal für die Emeralds interessieren würde, Roll.
Oh, der hat zerstört den Master Mörder, aber ich glaube, dann dreht ein gewisser Knucklehead durch. Ich glaube, Knuckles interessiert sich nicht mehr dafür. Man hat ihn seit Sonic Adventure 2 nicht mehr mit den Master Emeralds irgendwas machen sehen. Außer wenn man natürlich andere Medien zählt, wie zum Beispiel halt eben den. Oh, übrigens, Sonic springt einfach mal in das Wasser. Suizid. Außer Ja man klar, zählt natürlich die er. Comics, weil da. In den Comics ist natürlich schon so, dass man den Master Emerald und Knuckles zusammen sieht. Übrigens, Sonic ist einfach mal irgendwo random auf der Straße. Ja, und wir haben es geschafft. Wieso Ja, fährst du die mir das doch, Credits ey? zum x-ten Mal. Klar. Übrigens kannst du mal so ein geiles Video mal cutten. Und Ich zwar, kann das wäre mal sowieso gar vielleicht mal, nicht und cutten. zwar nimmst du die Credits von allen Stories und kannst die irgendwie auf komische Art und Weise haben, dass irgendwelche komischen Tracks rauskommen. Nein. Ich kann wirklich nicht so gut cutten. Das dauert, das tut immer wieder ziemlich viele Nerven von mir aufreiben. Weil ich muss dann halt eben wirklich das Originalmaterial reinziehen quasi. Also auswählen extra. Dann muss ich den Startpunkt oder den Endpunkt von dem Material auswählen. Dann muss ich das Material wieder auswählen, damit ich das neu cutten kann. Also mit Windows Das muss ich Movie Maker ist auch machen, einfach das mach ich scheiße. trotzdem. Also ich mach's auch immer. Sicher? Warum cuttest du dann? Ja, ich kann's halt gut. Oder du Kein machst Wunder. Effizienz ab. Kein Wunder, dass du nervenlos bist, wenn wenn deine Planung von den LPs, wie sie rauskommen, nicht ganz erfüllt wird. Lol. Ich muss mal schon mal Sachen karten. Oh, und da ist wieder die Drugkugel. Die Drogenkugel! Und Sonic ist einfach mal high. Papa, Was? Das sieht bei dem echt so aus. Er guckt einfach rein jetzt in die hab ich, Kugel und ist high. nee, jetzt hab ich das Bild jetzt ein bisschen Photoshoppen und da die Augen rot machen. Nee, ja, und TK ist dann einfach das Drogenmädchen oder so. Oh mein Gott. Alter, Und Sonic wurde aufgespießt. ja, einfach mal Lichtstrahlen kommen random aus Sonic raus. Er wurde aufgespießt. Die Lichtschwerter. Und einfach mal, der schaut mega serious. Ja, du guckst nie serious. Doch, aber man kann mich nie sehen. Ja, weil du machst immer Facecam in ein, zwei Jahren und dann so der erste. Nie Und die. Facecam. Ja, und da kommt der Erste, der guckt sein und denkt so, deabonnieren. Ich werde sowieso deabonnieren, wenn einfach mal jemand Facecam anfängt zu nutzen. Ich habe nur eine Ausnahme gemacht, wo ich tatsächlich die Dinge ab und zu gucke, obwohl Facecam drauf ist. Ich mag Facecam nicht. Weiß, aber jeder wie der aus ist und jeder kann dich dann nachverfolgen. Oh je. Echt? Hat man denn gar keine Hobbys mehr auf YouTube? Ja, anscheinend. Mal gefragt, aus welcher Ecke von Deutschland kommst du eigentlich? Westen, Norden, Süden oder Osten? Ich weiß da gar nicht genau, wo das liegt. Ach komm, du musst doch wissen, wo dein Bundesland liegt. Baden-Württemberg? Ist im Süden. Okay. War mal Baden-Württemberg, bist du Baden oder Schwabner? Weil es gibt hier diese zwei Fraktionen. Ich bin einfach nur Deutscher, lol. Weil, nee, es gibt immer von diesem Akzent, diesem Badener und Schwabener Akzent. Und hörst du irgendeinen Akzent bei mir raus? Weiß nicht. Weißt du, was du testastisch falls du ihn kennst, der ist Badener. Lol. Aber muss man ja mal persönlich mal fragen. Ja, aber Fuck. generell verwende ich auch teilweise gemischte Sachen. Teilweise rede ich auch wie ein Berliner, lol. Lol. Warum Auf jeden das Fall, denn? zu mir kannst du bestimmt niemals kommen, weil um zu mir zu kommen, müsstest du ungefähr 550 bis 600 Kilometer zurücklegen.
Was? Ich hab mal gemessen, als ich mal gemessen habe von meinem Wohnort bis zu Techtastis früherem Wohnort. Das waren locker 500 Kilometer. Ja, Und das siehst war's. du? Sie sind Also, außerhalb vom Emirates. ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und einmal Control.